Ja, moin. Polizei hat in Myos einen Messermann erschossen. Es nimmt kein Ende mehr. Bei einem gefährlichen Einsatz haben Polizisten einen Messerangreifer erschossen. Der Täter flüchtete in den nahegelegenen Grillparzer Weg, wurde dort nach Bildinformationen von Polizisten entdeckt. Sie hörten demnach Geschrei. Dann soll der Mann mit je einem Messer in jeder Hand aus einem Haus gekommen sein. Als er sich den Polizisten näherte, zogen die ihre Dienstwaffen, sprachen den Mann an. Laut einer Nachbarin riefen sie mehrfach: „Legen Sie das Messer nieder!“ Doch der Angreifer rannte weiter auf sie zu. Schließlich feuerten zwei Beamte, trafen den Messermann. Ja, man schreibt zwar hier, es war ein Deutscher, aber keine Ahnung. Das war jetzt die neueste Meldung, die ich jetzt mitgekriegt habe. Polizei tappt immer noch im Dunkeln. Ich habe ja heute schon mal gesagt, wer ist dieser zufällige Zeuge? Ich habe einen gefunden, der diesen mysteriösen Stefan weiter nachgesucht hat. Und er hat ihn wahrscheinlich gefunden. Er flüchtet im Tumult. Am nächsten Morgen dann taucht der entscheidende Hinweis auf den Täter auf. Am Finanzamt, entdeckt wohl von einem Solinger. Gestern Morgen war mein Schwager in seiner morgendlichen Runde mit dem Hund unterwegs und hat hier zu unserer linken Seite eine blutverschmierte Jacke gefunden. Ja, hier war es im Prinzip sein Schwager, der die Jacke gefunden hat. Daraufhin ist er ein Stück weiter hochgegangen, wo ein Portemonnaie gefunden wurde. Bei diesem Portemonnaie war ein Aufenthaltstitel, was dann und hat auch einen Streifenwagen rangezogen und hat darauf gewartet, dass Beamten zu ihm kommen, hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt, ist auf die Knie gegangen und hat zu dem Und hier erzählt er halt, wie er beobachtet hat, wie der sich bei der Polizei gemeldet hat am Streifenwagen. Ja, und dann haben wir hier noch diese lustige Es Begebenheit. geht ja noch weiter. Und zwar, jetzt taucht der plötzlich wieder auf und ich zeige euch jetzt, was als nächstes passiert. Jetzt ist es nämlich so, dass es am anderen Tag war, dann wurde da natürlich eine Demo abgehalten. Einmal gab es da die Demo der Jungen Alternative für Deutschland, glaube ich, war das. Und da gab es dann wieder eine Gegendemonstration, statt dass man sich mal besinnt an dem Tag und mal trauert und vor allen Dingen auch die Opfer des wirklich feigen Anschlags auch mal betrauert und dass man sagt, wir machen heute mal ein bisschen ruhiger. Nein, ja, man macht direkt Demonstrationen. Das fand ich auch sehr lustig übrigens. Aber bei der Gesellschaft wundert mich gar nichts mehr. Auf jeden Fall die Frau jetzt hier. Ja, von den öffentlich-unrechtlichen Medienanstalten, die moderiert jetzt das Ganze. Und jetzt schaut mal im Hintergrund, plötzlich taucht Stefan wieder auf. Was ist denn mit Stefan los? Hat der nichts zu tun, der Mann, oder was? Achtet mal bitte drauf. Ja, das ist alles gerade so eine bisschen unübersichtliche Situation. Also wir stehen. Da, seht ihr? Ganz links. Links, wo der Mann mit dem Karohemd steht. Ja, mit dem Karohemd an. Da, guck mal, da steht er. Jetzt kann man sagen, okay, ja, das muss ja nicht Stefan sein. Der guckt da so ein bisschen rum, aber. Stefan nähert sich jetzt, denn Stefan wird jetzt ganz heimlich an der Kamera vorbeilaufen. Und man sieht auch, wie Stefan ihm so einen Blick zuwirft, der Kamera. Achtet mal jetzt drauf, Stefan wird jetzt an der Kamera vorbeilaufen. Ich mache mich jetzt mal kleiner. Wir stehen ja jetzt hier unterhalb der Kirche, der evangelischen Stadtkirche am Fronhof in Solingen. Dort oben auf dem Kirchplatz ist für 18 Uhr eine Kundgebung der jungen Alternativen geplant. Und da! Und da ist er! Hier! Ja? Stefan taucht wieder aus dem Nichts in Solingen auf. Ja. Ja, keine Ahnung, was das soll. Ja, also, ich sag ja, der Mann ist den ganzen Tag unterwegs und hat auch vor allen Dingen immer dasselbe Shirt an. Das kommt ja noch dazu. Ja. Was macht der denn da, der Stefan? Ja, was macht der da? Ist das so ein Sheriff, der da die ganze Zeit durch Solingens Straßen läuft und guckt, ob auch alles in Ordnung ist? Ja, das hat ja schon fast Anzeigen-Hauptmeister-Vibes. Ja, hier. Da waren auch eben schon Vertreterinnen und Vertreter der AfD zugegen. Hier. So, da.
Hier ist er. Und hat er so an der Kamera vorbeigeguckt. Scheinbar. Ja, der hat wahrscheinlich Zeit ohne Ende, dass da immer wieder irgendwo auftaucht. Ist. Und zwar, schaut mal hier. Stefan Besch-Orner, ja, ist sachkundiger, stellvertretender Mitglied im Schulausschuss und im Sportausschuss, liebe Freunde, ja. Also hier, natürlich wieder nur rein zufälligerweise. Ich muss aber fairerweise hier sagen, ja, ich weiß, ich muss es auch zur journalistischen Sorgfaltspflicht hier sagen. Jetzt werden viele Leute da draußen höchstwahrscheinlich sagen, ja, passt das denn alles so zusammen? Ist das ein und dieselbe Person? Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich kann es noch nicht zu 100% sagen, ob das derjenige ist. Aber er heißt auch Stefan. Sie sehen sich ähnlich und auf dem Foto war er halt noch ein bisschen schlanker. Jetzt habe ich mir so gedacht, gut, ich möchte natürlich keine Fragen offen lassen. Ja, ich möchte hier wirklich so gut es geht, eine Analyse der Sachlage betreiben, auch wenn ich es abschließend dann natürlich nicht zu 100% klären kann, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe beide Fotos nebeneinander gestellt, ja, und das kam dabei raus, ja, das ist auf der linken Seite Stefan, auf der rechten Seite Stefan. Jetzt muss man sagen, ganz wichtig, liebe Freunde, der Stefan, nennen wir ihn jetzt mal... Brille scheint ja zumindest dieselbe zu sein. Seite ...hat blaue Augen, der Stefan auf der rechten Seite hat so grün-braune Augen. Jetzt muss man aber sagen, das muss aber nichts heißen. Es kann tatsächlich sein, dass aufgrund von Filtern, die auf die Kameras draufgeschmissen werden, kann es sein, dass tatsächlich sich die Augenfarbe durch die Lichtverhältnisse ein bisschen verändert. Das kann sein, dass die jetzt einfach nur blau wirken, weil das Color Grading mit Color Grading. Das kann sein, dass das Color Grading gemacht, so dass quasi er hat es auf der linken, auf der rechten. Auf der linken Seite hat eine dickere Nase. Die Nase ist dicker als beim Stefan auf der rechten Seite. Ja, wenn man genau hinschaut, ist die Nase dicker. Die hat eine andere Form. Jetzt habe ich mir natürlich auch mal die Mühe gemacht und habe mal recherchiert im Internet. Kann die Nase sich verändern? Weil der Stefan hier auf der rechten Seite, das Foto ist älter, als er noch ein bisschen jünger war. Bedeutet, er hat zugenommen. Ich habe es wirklich nachrecherchiert. Kann die Nase breiter werden, indem man zunimmt? Und was soll ich sagen? Es kann passieren. Das heißt, ja, jedenfalls, komisch kommt mir, wie gesagt, auch vor, dass es keine Videos zu dem Angriff gibt. Sonst siehst du überall, jeder hat irgendwann immer eine Kamera an, wenn du gerade in so einer Massenveranstaltung bist. Es gibt keine Fotos, keine Bilder, nichts. Und die Polizei tappt auch noch richtig im Dunkeln. Die haben zwar einen gefangen, aber können dem das wahrscheinlich noch nie beweisen oder so. Die fanden aber, wie gesagt, auch nach dem. Die Polizei, speziell der Staatsschutz höchstpersönlich, stand bei mir vor der Haustür. Darüber spricht man in diesem Video. Es ist kein Fake. Ich schwöre es euch, dass das sich so zugetragen hat. Es ist wirklich Wahnsinn. Folgendermaßen hat sich die Situation abgespielt. Ich war heute auf einem Geschäftstermin in Köln unterwegs und bekomme gerade auf dem Rückweg von meinem Termin einen Anruf aufs Handy und wird gesagt, ja, schönen guten Tag, Polizei, bla bla bla, den Nachnamen genannt. Und ich, ist das echt? Woher hat diese Person meine Handynummer? Was ist hier los? Und dann schilderte die Person, ja, sie haben ein Video gemacht. Oder erstmal ging es darum, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, sorry. Erstmal ging es darum, wir stehen bei Ihnen vor der Tür, nicht? Wo soll das sein? Okay, ne? Nicht, sind Sie dort und dort, so blöd bin ich ja nicht, sondern... Wie gesagt, fragte halt ich, ja, wo sind Sie denn genau? Und nannte meine Anschrift, die ist ja relativ anonym. Ihr wisst ja, wo mein Büro ist. Das ist man ja zu in Deutschland verpflichtet, dass das im Impressum steht. Aber nannte meine private Adresse und dann wurde ich schon stutzig. Was ist jetzt los? Das könnte tatsächlich echt sein. Und sagte, ja, wir haben hier Sie als Zeugen geführt. Ich glaube, so ungefähr drückte er sich aus. Und Sie haben ein Video im Internet veröffentlicht, als Sie über die Situation in Solingen berichtet haben und sagen, dass Sie ein Video der Tat hätten. Sehr, sehr wichtiger Punkt, der Tat. Und das habe ich nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Vielleicht habe ich mich da wirklich missverständlich so rum ausgedrückt und unklar ausgedrückt. So ein Video hatte ich nie. Und wenn ich eines hätte, das würde ich ja an die Behörden weiterleiten, damit der Täter gefasst wird. Ihr wisst das noch von mir, ihr kennt mich, ihr wisst doch, dass ich dafür da bin und dafür stehe, damit diese Situationen endlich aufhören und solche Täter gefasst werden.
So aber die Ausgangsbasis und sagte dann, ja, wo sind Sie denn jetzt? Ich bin gerade in Köln, ich bin auf dem Weg nach Hause. Brauche hier noch circa Stunde. So, und dann... Ja, jedenfalls hat die Polizei sich dann mit dem getroffen und der hat dann noch mal alles erzählt. Und dass der auch kein Video der Tat hat. Das war wahrscheinlich wirklich, dass das sich in dem Video falsch ausgedrückt hat, dass die das dann angenommen haben. Aber die scheinen wirklich hinterher zu sein und tappen aber mehr oder weniger noch im Dunkeln. Ja, jedenfalls, mich interessiert wirklich, was hier nur zum Schluss rauskommt aus der Sache. Ich werde auf alle Fälle noch weiter berichten, wenn ich was Neues höre. Also guckt mal meine anderen Videos, abonniert meinen Kanal, wenn es euch interessiert, und ciao.